Hey, ich bin Melanie und willkommen zum Dish Post Dashboard. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du die Berechtigungen für Benutzer einrichten kannst. Klicke zuerst auf Allgemein. Dann gehe zu Nutzergruppen. Klicke auf das Bearbeitungssymbol, um die Einstellungen für die jeweilige Nutzergruppe zu ändern. Wenn das Fenster mit den Einstellungen für die gewählte Nutzergruppe geöffnet ist, hast du drei Möglichkeiten, die Berechtigungen festzulegen. Der Nutzer hat entweder keine, nur Lese- oder Lese- und Schreibberechtigung für die gewählte Funktion. Um die Berechtigungen zu bearbeiten, klicke auf eine Funktionskategorie, um die Unterfunktionen aufzuklappen. In diesem Fall wollen wir die Funktion Pfand aktivieren. Um diese Berechtigung festzulegen, markiere das entsprechende Kontrollkästchen. Klicke dann auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen. Damit die Änderungen wirksam werden, müssen sich die Nutzer der ausgewählten Nutzergruppe abmelden und erneut anmelden. Klicke dazu auf dein Profil. Wähle dann Abmelden. Zurück im Anmeldebereich gib deine Anmeldedaten ein und klicke auf Anmelden. Die Änderungen sind nun wirksam. Um sie zu überprüfen, geh zur obersten Kategorie der Funktion. In diesem Beispiel findest du die Funktion unter Allgemein. Da wir in diesem Beispiel die Berechtigung für Pfand, Verpackungsprofile erteilt haben, findet der Nutzer jetzt die neue Funktion im Menü. Wenn du eine Berechtigung widerrufst, wird die Funktion nicht mehr im Menü angezeigt. Das war's. Du hast das Tutorial abgeschlossen und weißt jetzt, wie du Berechtigungen für Benutzer einrichten kannst.